Ich ging mit 18 in das Berufsinformationszentrum, das BITS. Da waren alle Berufe der Welt auf einer einzigen Speisekarte. Mit Kreide stand auf einer Tafel, diese Saison zum letzten Mal. Wer Arbeit will, der kriegt auch welche. Einen Beruf für ein ganzes Leben. Der Kellner kam und fragte, na, Sie haben gewählt? Da sagte ich, Ihr Angebot ist so reichhaltig, ich kann mich gar nicht entscheiden. Können Sie mir nicht etwas empfehlen? Was ist denn heute besonders gut? Oh, ich empfehle Ihnen den Diplombiologen, das ist eine Spezialität. Ist der auch wirklich lecker? Fragte ich. Auch wenn man nicht weiß, was einem schmeckt, schmeckt alles, sagte der Kellner. Na, wenn Sie meinen, sagte ich, dann nehme ich den. Wünschen Sie eine Beilage oder wollen Sie den Diplombiologen so? Da ich großen Hunger hatte, bestellte ich noch Nudeln dazu. Während mein Gericht in der Mikrowelle heiß wurde, dachte ich an all die verpassten Berufe, die ich jetzt nicht mehr wählen konnte, weil mein Magen doch so begrenzt war. Ich spülte meine Qual mit einer Cola runter. Die anderen Gäste hatten sich was anderes bestellt. Einen Diplombiologen mit Nudeln wollte keiner. Ich sah welche mit Maschinenbautellern, viele mit Juristen- oder BWLer-Menüs, doch die meisten wollten die bunten Gerichte. Was mit Werbung oder Medien? Was war jetzt mit denen? Hatten die sich Scheiße auf den Teller geladen oder Gold? Der Geschmack kommt beim Essen, sagte einer und löffelte los. Sei froh, dass du überhaupt was kriegst. Ich schaute lieber nur auf meinen Teller. Der Gedanke an die anderen drohte mir den Appetit zu nehmen. Naja, der Diplombiologe war sehr lecker, die Nudeln weniger, die habe ich lieber al dente und nicht so weich. Aber ich aß alles auf, weil ich doch so Hunger hatte. Und ich hätte am liebsten weitergegessen, hätte mich am liebsten durch die ganze Karte gefressen. Rauf und runter, alle Gerichte, alle Menüs, aber der verdammte Magen. Dieser verdammte kleine Menschenmagen, der spannte schon, als ich den letzten Bissen Biologe in mich reingeschoben hatte. Ich kratzte noch den Teller leer und verklebte mir den Mund mit der Salatgarnitur. Das war's dann, dachte ich. Der Diplombiologe bleibt jetzt im Darm bis an dein Lebensende. Und du hast nur den einen und wiederkommen darfst du nicht in das BITS. Das verbietet die Hausordnung.